Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Wasserburger, ich darf Sie wieder recht herzlich zu den Videonachrichten der Wasserburger Stimme begrüßen. Von uns bekommen Sie an dieser Stelle jeden Freitag um 16 Uhr eine Zusammenfassung der Woche in Stadt- und Altlandkreis Wasserburg sowie einen kurzen Ausblick auf das Wochenende. Mein Name ist Jan Fromm und hier sind unsere Nachrichten. Bitte. Ausschuss würdigt Petition. Ganz schön geschlaucht kam Sabine Riemer am Donnerstag aus dem Bayerischen Landtag zurück. Dort wurde über ihre Petition zum Erhalt des Staudammer Badestrandes beraten. Angesetzt war die Sitzung im Maximilianeum um 9.15 Uhr. Staudamm war dann als letzter Punkt zur Mittagsstunde dran. Unsere Petition zum Erhalt des Seeufers für die Öffentlichkeit wurde vom Ausschuss gewürdigt. Es soll jetzt ein Mediationsverfahren zwischen uns und dem Seeinhaber geben, das sagte Riemer. Unfall in Gabersee. Am Donnerstagnachmittag krachte es auf der B15. Eine 47-Jährige aus dem Landkreis wollte mit ihrem Toyota auf Höhe Gabersee von Wasserburg kommend nach links in die B15 einbiegen, wobei sie laut Polizei die Vorfahrt übersah. Ihr PKW kollidierte dabei mit einem von links kommenden in Richtung Haag fahrenden Ford Transit. Während die beiden Insassen des Ford, ein 54-jähriger Mann und sein 47-jähriger Beifahrer aus Mühldorf, unverletzt blieben, erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. Ein Auftakt wie in alten Zeiten. Die Anmeldezahlen sind vielversprechend. Am 22. Mai wird es zum Start des Wasserburger Frühlingsfestes, heuer übrigens im 30. Jahr am Badria, einen Festzug durch die Stadt geben. Aktuell sind rund 30 Vereine und Institutionen gemeldet. Das bedeutet, dass jetzt bereits 300 Teilnehmer dabei sind. Der Zug führt vor dem Bieranstich vom Altstadtbahnhof bis hinauf zum Festplatz. Auf der 3,5 Kilometer langen Strecke gibt es verschiedene Stationen. Meldungen sind noch bis Freitag, dem 24. April, beim Wirtschaftsförderungsverband möglich. So, nun zum Sport. Halbfinale im hohen Norden. Ein hartes Spiel bei einem hochmotivierten Gegner, erwartet Head Coach Basti Wermthaler, der mit dem TSV Wasserburg am heutigen Freitagabend um 19.30 Uhr in Rothenburg an der Wümme zu Spiel 2 des Play-Off-Halbfinals um die deutsche Meisterschaft antritt. Nach dem 100:71 Sieg in der ersten Begegnung letzten Samstag fehlt dem amtierenden deutschen Meister in der Best-of-Three-Serie nur noch ein Erfolg für den Finaleinzug. Sollte dafür ein drittes Spiel nötig sein, findet dieses schon an diesem Sonntag, dem 19. April um 16 Uhr, in der heimischen Badria-Halle statt. Auch heuer optimale Vorbereitung. Alle Jahre wieder fährt die Leichtathletikabteilung des TSV Wasserburg ins Trainingslager ins österreichische Skileiten. Traditionell startet die Reise am Karfreitagmorgen in aller Früh am Badria und endet am Mittwoch bzw. für die älteren Athleten erst am Freitag der darauf folgenden Woche. In der Steiermark bieten sich den Wasserburger Athleten optimale Bedingungen. Neben einem milden Klima lassen eine Leichtathletikhalle, Fitness- und Krafträume sowie 10 verschiedene Freiluftplätze das Herz der Sportler und des Trainerstabs höher schlagen. Und hier wieder, liebe Zuschauer, unser kurzer Ausblick auf das Wochenende. Erzählfest im La Terrazza. Wann hat Ihnen das letzte Mal jemand eine Geschichte erzählt? Nur Kinder und frisch Verliebte können diese Frage ohne nachzudenken beantworten. Rainer Teichmann, Sylvia Rohrmeier, Cherry Van Burg und Sepp Beck entführen die Gäste am morgigen Samstag, dem 18. April um 20 Uhr im Festsaal des La Terrazza an der Roten Brücke in Wasserburg als Erzähler in eine Welt von Zauberei, Musik und Geschichten. Und ein Wochenende zu Ehren von Abraham Megerle. Der Chorverein Concenti Musicali aus Edling veranstaltet vom 15. bis 17. Mai ein Wochenende, das ganz im Zeichen des in Wasserburg geborenen langjährigen Salzburger Domkapellmeisters
Megerle steht. Der Ettlinger Peter Adler hatte sich vor Jahren auf Entdeckungsreise begeben und die Werke Megerles wie einen Schatz gehoben. Zum einen abwechslungsreichen Konzertwochenende im Wasserburger Rathaussaal unter dem Motto Salzburger Hof und Dommusik lädt der Verein ganz herzlich ein. Ja, und hier noch zum Wetter für die Stadt und den Altlandkreis. Das wird ein durchwachsenes Wochenende, meine Damen und Herren. Nach einem verregneten Samstag wird der Sonntag wieder mehr Sonne bringen. Die Temperaturen pendeln zwischen 2 Grad nachts und 14 Grad am Sonntag. Tagsüber weht ein schwacher Wind aus nordöstlichen Richtungen. Das waren wieder die Videonachrichten der Wasserburger Stimme. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und eine erfolgreiche Woche. Bis kommenden Freitag.